Willkommen bei einem neuen Part Hogwarts Legacy. Und ganz ehrlich, ich bin so dumm. Ich habe ein Glas auf meinem Tisch stehen und eine Air-Up-Flasche. Ein Glas für alle. Und ich habe mir ernsthaft Wasser aus der Air-Up-Flasche eingeschüttet. Und ich dachte so, ja, kipp einfach rein. Natürlich kommt aus dem Strohhalm nicht einfach das Wasser raus, sondern das kommt da irgendwo beim Verschluss raus. Also ganz ehrlich, und ich bin auch so dumm, ich habe das letztens bei jemandem gesehen, im echten Leben, der das gemacht hat, dachte ich noch, wie kann man so dumm sein? Und dann mache ich das selber. Also, wie kann man so dumm sein? Natürlich muss man das erstmal selber ausprobieren. Ah ja, hier sind wieder Toiletten, ist hier der Vielsafttrank. Ja, oh mein Gott, da geht aber auch irgendwas falsch in deinem Leben, wenn du dir merkst, in welcher Toilette der Vielsafttrank ist. Und jetzt der krasseste Witz ever, es gibt einen Mod, da kannst du dir saubere Toiletten in Hogwarts modden. Wenn du keinen Bock hast, auf diese Gammelklos zu gehen, moddest du dir einfach die sauberen Toiletten. Geil, ne? Ja. So. Was ist denn hier? Achso, hier muss ich warten. Ich dachte schon, hä, was für ein Zauber, ein kreisförmiger. Ah, erstmal eine Runde gepennt. Professor Fig, ja, lecker, die Hüter haben mir Wasser den Ort der nächsten Prüfung gezeigt. Hat sich etwas geändert? Lord Gok und ich haben erfahren, dass die Kobolde nach einem weiteren Behältnis suchen. Wie dem auf Schloss Rookwood. Oh, ich will nicht zu der Außerdem bauen sie riesige Bohrer, die ihnen bei der Suche helfen sollen. Professor Fitzgerald sah sehr besorgt aus. Verstehe. Ranrock weiß offensichtlich mehr als gedacht. Und Sir, da ist noch etwas. Lord Gok kannte Miriam. Er kannte Miriam? Sie sind sich auf Schloss Rookwood begegnet. Sie hat dort geforscht und den Behälter mit dem Portschlüssel gefunden. Er mochte sie so sehr, dass er sie damit gehen ließ. Entgegen Ranrocks Befehl. Da fehlen mir die Worte. Sie konnte wirklich sehr überzeugend sein. Darüber muss ich mehr wissen. Ich würde sogar gerne mit Lord Gok direkt sprechen, aber jetzt ist keine Zeit dafür. Wo ist die nächste Prüfung? Ob Sie es glauben oder nicht? Im Büro des Schulleiters. Unglaublich. Nun gut, Sie brauchen das Passwort, um am steinernen Wasserspeier vorbeizukommen. Der Hauself des Schulleiters kennt es. Ich kenne den Hauselfen des Schulleiters nicht. Wird er überhaupt mit mir sprechen? Er ist sicher sehr loyal. Das ist er. Sie müssen sich verkleiden. Ich habe genau das Richtige. Einen Vielsafttrank. Damit gleichen Sie Professor Black bis aufs Haar. Aber braucht man für den Vielsafttrank nicht etwas von der jeweiligen Person? Und dauert die Zubereitung nicht ewig? Ganz recht. Woher haben Sie den Vielsafttrank, um sich in Professor Black zu verwandeln? Man weiß nie, wann man so etwas gebrauchen kann. Sagen wir einfach, ich hatte nach meiner erfolglosen Reise zum Ministerium das Bedürfnis, auf alles vorbereitet zu sein. So, die Zeit drängt. Trinken Sie, dann erkläre ich Ihnen alles Weitere. Es ist einfach eklig. Ich werde jetzt Professor Black. Wie fühlen Sie sich? Oh, unglaublich. Den Geschmack vergesse ich nicht so schnell. Wie klinge ich? Überzeugend. Ich habe Ihre Gewänder noch etwas angepasst. Wie schon erwähnt, benötigen Sie das Passwort von Scrope. Der könnte überall im Schloss sein. Suchen Sie am besten nach Professor Kogawa. Sie liegt dem armen elfigen Quidditch in den Ohren, da sie hofft, er könne Black davon überzeugen, seine Meinung zu ändern. Bislang ohne Erfolg. Verstehe. Und was, wenn Professor Black mich sieht? Überlassen Sie das mir. Ich sage ihm, dass wir in Hogsmeade eine Kontaktperson des Ministeriums treffen sollen. Das verschafft Ihnen ausreichend Zeit. Danke, Professor. Wir sehen uns bestimmt in der Kartenkammer. Dankbarkeit aus Professor Blacks Mund zu hören, ist ungewöhnlich. Wir sehen uns dort. Ich muss den Hauselfen des Schulleiters finden. So. Ach, ich hab das... Also, ganz kurz, wenn ich jetzt den Vielsafttrank habe, habe ich dann auch die Stimme der Person, weil in dem Buch mussten... Weiß ich nicht mehr, wie das war, aber im Film mussten die auf jeden Fall dann höher, oder also mussten die dann so sprechen. Ich glaube, du hast nämlich eigentlich nicht die Stimme.
Habe ich keinen Zauberstab? Wollen die mich verarschen? Wie dumm ist das denn? Ach so, noch eine Sache. Habt ihr das vorhin gesehen, wieder mit dem komischen Sonnenlicht? Das haben auch schon viele kritisiert. Nach irgendeinem Update im März war das wohl so. Ich will meinen Zauberstab. Vor allem, ich bin Professor Black. Ah doch, jetzt habe ich einen Zauberstab. Aber warum kann ich sonst nicht zaubern? Jetzt bin ich gerade dumm, aber ich konnte doch nicht Revelio und so zaubern. So, kann ich ja jetzt nochmal ausprobieren. Nein, kann ich nicht. Hier sehe ich ja rechts auch nicht das Zaubermenü. Mann, ich will da runterspringen. Ich will da runterspringen. Ich will cool sein und da runterspringen. Weil ich ehrlich gesagt dumm bin und den Weg nicht finde. Guck mal, hier kannst du dich hinsetzen mit deiner Liebsten, romantisch knutschen. Professor, hätten Sie einen Moment Zeit? Professor, ich okay, hatte gehofft, Sie zu erwischen. Oh, ich habe zu tun, Professor Sharp. Viel zu tun. Oh, Sir, Professor Sharp. Sie hatten mich nach einem bestimmten Trank gefragt und ich... nun ja. Was? Ach ja, nun heraus damit, Sharp. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Wir sollten das wohl besser nicht hier besprechen, Sir. Keine Sorge, Sharp. Sie können ganz offen sein. Nun gut. Ich habe Ihren Heiltrank gegen Furunkel gebraut. Ich bringe ihn bei Gelegenheit vorbei. Sicher, ja. Kein Grund zur Geheimniskrämerei. Oh nein, Sie er hat einen Furunkel. Schüler damit los. Einen Schüler? Sicher, Sir. Wie Sie meinen. Das tue ich. Und danke, Sharp. Hoffentlich haben Sie auch genug für mich gebraut. Nun geht es darum, welcher Schüler diese unrühmliche Aufgabe erhält. Das nennen Sie glänzende Stiefel? Ja, also das er hat Furunkeln. Ich hoffe nicht am Hintern. Guck mal. Jetzt werde ich mal immer...